Servus. Die Commerzbank ist ordentlich gestiegen in den letzten Tagen. Offensichtlich vor den Übernahmefantasien durch die UniCredit, die sich ja vom Bund einen Teil der Aktien besorgt hat im Bieterverfahren. Wir beleuchten die Situation ein wenig, machen einen Rückblick zu einer Sendung, die wir im Mai hatten, zum Thema Commerzbank. Und schauen, was man heute bei der Commerzbank so machen kann. Grüß dich, Flo. Servus, Thomas. Wir sprechen über die Commerzbank. Hier hat sich ja einiges getan in den letzten Wochen. Wenn ich mir gleich mal den Chart anschaue, sehen wir es. Die Aktie schießt nach oben durch, bleibt jetzt hier so ein bisschen hängen und wir wollen ein bisschen über die Gesamtgemengelage sprechen. Wer wusste was? Wie könnte es weitergehen? Und vor allen Dingen, welche Produkte kann man drauf handeln? Kurzer Rückblick vielleicht. Wir hatten die Commerzbank im Mai schon mal besprochen und wir waren damals verhältnismäßig bullisch, weil die Commerzbank einen Rekordgewinn vorgelegt hatte und immer noch relativ weit weg war von ihren ursprünglichen Hochs vor der Finanzkrise, etc. etc. Hatte aber sich ihre Altlasten weitestgehend entledigt. Also es gab keine Dinge mehr, die über der Commerzbank schwebten. Das heißt, die Bank hat einen guten Gewinn gemacht, einen sehr, sehr guten sogar, den größten in ihrer Geschichte, in ihrer 130-jährigen. Sie hat die Bilanz aufgeräumt, hat alles abgeschnitten und zugemacht, was ein Risiko für die Bank hätte darstellen können. In diesem Zusammenhang waren sowohl Analysten als auch wir beide relativ optimistisch und hatten einen Trade vorgestellt. Und da möchte ich jetzt mal kurz drauf kommen. Wir hatten unter anderem ein Discount-Zertifikat vorgestellt mit einem Cap bei 15,5. Das war am 20.05. Und wenn man sich anschaut, wie sich die Aktie seitdem entwickelt hat und wie sich das Zertifikat seitdem entwickelt hat, wird man zwei Dinge sehen. Erstens, mit dem Discount-Zertifikat, das wir damals vorgestellt hatten, wäre man heute 4,6% im Plus. Wenn man in die Aktie investiert hätte, wäre man bei Null gewesen. Das Interessante oder das eigentlich Interessante ist allerdings hier am 8. August. Zwar hätte man mit dem Zertifikat, mit dem Discount-Zertifikat auch 12% verloren, hingegen mit der Aktie allerdings über 20%. Das Zertifikat hat also genau das gemacht, was es machen sollte in einer leichten Abwärtsphase, die Verluste abgefedert, etc. etc. Dieses Produkt, wie gesagt, heute 4,6% vorne im Vergleich zur Aktie, die ist plus minus null auf den Tag genau. Vom 20.05. Das nur mal so als Einordnung. Das Produkt hat also funktioniert. Das Interessante daran ist, heute würde ich dieses, ich habe jetzt ein anderes mitgebracht, aber heute würde ich dieses Produkt genauso wieder empfehlen können. Wir haben immer noch einen Discount von 7%. Wir befinden uns at the money. Da ist ein 15,5er Cap drauf. Wir sind genau bei 15,60. Dementsprechend, das ist ein Produkt, das läuft wie gesagt bis Ende des Jahres. Da kannst du jetzt nochmal 7,5% mitnehmen und das in 3 Monaten de facto. Also mehr als 2% pro Monat finde ich wirklich schick. Ich habe aber ein etwas anderes vom gleichen Emittenten mitgebracht. Das nur vorneweg. Wir wollen noch mal kurz ein bisschen in den Basiswert einsteigen. Commerzbank, wie könnte es hier weitergehen? Es wird ja viel diskutiert. Der Herr Cookies, der wird auch immer wieder hier mit durch die Medien gezogen. Wir kennen ihn sogar persönlich, kommt ja aus der Derivate-Zertifikate-Branche, war lange in Frankfurt bei Goldman Sachs. Und ja, er sagt, er wusste von nichts. Man hat ihn wohl telefonisch nicht erreicht, als der Deal über die Ether ging. Zu Und seiner Verteidigung muss man sagen, dass man ihn versucht hat, mitten in der Nacht anzurufen. Vielleicht hat der gute Mann einfach eine Regel, die da lautet, nachts werden die Telefone leise gestellt. Meine Frau hat das auch bei uns eingeführt. Und dementsprechend war er da in der Nacht nicht zu erreichen. Was die Gesamtgemengenlage betrifft, die Bundesfinanzagentur hatte sich bei dem Verkauf beraten lassen von JP Morgan. Und JP Morgan hat mehrere potenzielle Investoren angerufen. Das eigentlich Interessante dabei ist jetzt, dass nachdem
unter anderem die UniCredit angerufen wurde und JP Morgan gesagt hat, wir verkaufen die Aktien des Bundes oder sind Berater im Verkauf der Aktien des Bundes, was die Commerzbank betrifft, hat die UniCredit halt zugeschlagen. Und da liest man jetzt in der Presse zu Berichten über Gespräche mit UniCredit, betont die Sprecherin der Bundesregierung, habe keinen einzelnen Investor aktiv angesprochen. Bei solchen Transaktionen sei es allerdings üblich, im Rahmen des Verkaufsprozesses mögliche Investoren anzusprechen. Dies ist geschehen durch die von der Finanzagentur beauftragte Investmentbank, sagte Calvé. Diese habe verschiedene Investoren kontaktiert, unter anderem die UniCredit Group. Dieses Verfahren diene dazu, das Marktumfeld am Tag der Transaktion einschätzen zu können. Die Einladung in diesen Prozess kann von einem professionellen Investor nicht als Einladung des Bundes verstanden werden, Anteile an der Commerzbank zu erwerben. Da handelt es sich um eine Missinterpretation, hob sie hervor. Also ganz ehrlich, auch wenn es keine ausdrückliche Einladung an die UniCredit war, wenn du Aktien verkaufen willst und du rufst jede Menge potenzielle Investoren an, kannst du dich doch danach nicht darüber wundern, dass einer von denen zuschlägt. Das ist doch Schwachsinn. Also mir jetzt, also ganz meine Meinung. Auch ihr, die Deutsche Bank, guckt jetzt hier ganz verknittert und sagt, aha, wir überprüfen das Ganze und mal sehen. Ich meine, jeder hatte die Chance, schon längst zuzukaufen. Die UniCredit hat mehrfach beim Bund nachgefragt und wollte die gesamten 16,5% übernehmen, durften sie aber nicht. Jetzt haben sie es halt über die Hintertür gemacht, haben sich 4,5% über den Markt zugekauft, was auch ganz normal ist. Und jetzt stellen sie, schreibt hier zumindest eine Website, stellen sie wohl den Antrag auf eine Erhöhung, also 9,9%. Und dann können sie nämlich auf bis zu 30% über den Markt erhöhen. Das heißt, sie werden am Markt kaufen. Auch wenn der Bund seine Anteile nicht rausgibt, die UniCredit wird über den Markt kaufen. Und das wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Aktie weiter steigt. Ja, oder wenn der Gesamtmarkt fällt, dass die Aktie besser läuft als der Gesamtmarkt. Also wenn jetzt der Gesamtmarkt nachgibt, sagen wir sehen Zinsentscheidungen, schnellere, kräftigere, dann würde ich davon ausgehen, dass Banken ein bisschen mehr unter Druck geraten. Und wenn der Finanzsektor alles in allem also sich nach unten bewegt, dann wird die Commerzbank gegen den Trend hier ein eher Abperformer sein, sofern die UniCredit weiter dagegen hält und Stücke aufkauft. Aber man sieht auch im Gesamtmarkt hier im DAX im Stundenchart, wir sind stark und wir gehen schon wieder nach oben. Jetzt wird in den USA die große Zinssenkung eingepreist und der Markt ist überraschend stabil, hier der S&P 500. Wir gehen wieder nach oben und ja, es sieht dann nach neuen Höchstkursen aus und in diesem Zusammenhang wird dann wohl auch die Commerzbank weiter performen, wie dem auch sei. Also wir wollen ja Produkte vorstellen, mit denen man auch mit einer Seitwärtsbewegung profitieren kann. Und was hast du noch dabei mitgebracht? Naja, also interessant war, ich hatte seinerzeit von der Morgan Stanley diesen Discount herausgesucht, weil er sehr, sehr attraktiv gepreist war. Und wenn ich mir heute die Liste angucke und ich bleibe at the money, das heißt, ich suche mir 15 Euro Caps raus, was die Commerzbank betrifft, ist auf Platz 1 wieder Morgan Stanley. Das ist jetzt ein anderes Produkt, das heißt 50 Cent weniger Cap. Aber ich kriege bei 15 Glatt Cap immer noch einen Discount von knapp 6%, das heißt 2% pro Monat. Ist eine konservative Geschichte, weiß ich. Ich würde aber hier konservativ bleiben. Wir wissen beide nicht, wie viel die UniCredit letzten Endes bezahlen würde. Der Markt nimmt da ja immer so ein bisschen was raus. Es kann auch sein, dass sie noch ein bisschen mehr bezahlen würden. Mit dem Produkt bist du auf der in Anführungszeichen sicheren Seite und nimmst 6% bis Jahresende oder 5,86% mit. Wie gesagt, ist 1-0er Verhältnis, zahlt also maximal 15 Euro aus, läuft bis 20.12. Das heißt, wir haben 3 Monate. Und jetzt im Moment quotiert das Produkt bei 14,13, kannst du es kaufen und kriegst es halt zu Weihnachten zu 15 zurück. Das ist eine wirklich schöne Geschichte. Wobei das Produkt, was ich 15,50, etwas spekulativer, notiert im Moment bei 14,42, zahlt also über 1 Euro mehr zurück. Das schließt auch an Weihnachten. Das war das Produkt, was ich im Mai empfohlen hatte und das ist immer noch attraktiv.
ist jetzt nur 50 Cent weniger konservativ, weil hier der Cap bei 15,50 ist und nicht bei 15 glatt. Also das sind, glaube ich, Produkte, die kann man sich jetzt reinlegen. Die Wette dahinter ist, die UniCredit wird mindestens 15 Euro zahlen. Und oder die Deutsche Bank steigt tatsächlich ins Bietergeschäft ein. Ob sie das jetzt aus eigenem Antrieb machen oder da vielleicht irgendjemand von der Regierung gesagt hat, es wäre schon besser, wenn ihr da ins Bietergeschehen einsteigt, ist dabei egal. Profitieren wird der Aktionär oder derjenige, der long auf die Commerzbank spekuliert. Jawohl, so ist es. Und in dem Fall ist sogar das Discount-Zertifikat ja risikoärmer als das Direktinvestment in die Aktie, weil ich nämlich einen Discount bekomme. Overall ist es natürlich ein strukturiertes Produkt. Man muss die Risiken kennen. Und das sagt man nochmal hier ganz deutlich. Risiken immer nur das machen, was ihr versteht. Versteht, dass es eine Schuldverschreibung ist. Ihr tragt also jetzt im Falle von diesen Produkten das Emittentenrisiko von Morgan Stanley. Ist in meinen Augen vernachlässigbar. Allerdings sind meine Augen nicht das, was ausschlaggebend sein sollte für dein Investment. Von daher immer nur mit dem einsteigen, was ihr euch leisten könnt, auch vom Verlust her. Hier kann man auch noch mit Stops arbeiten. Ob man es machen muss, lasse ich euch überlassen. Ich würde einen großzügigen Stop bei 15% vielleicht setzen vom Einstandswert. Das kann man beim Discount hier machen und dann das Ding gegebenenfalls raushauen. Und wir packen, aber der läuft jetzt für dich. Ja, wir packen beide Produkte in die Shownotes. Auch das alte Produkt, was du schon mal empfohlen hast, im Mai, was immer noch gut läuft, und das neue von Morgan Stanley. Und dann könnt ihr euch das anschauen oder ansonsten schön zuschauen, wie sich das bei der Commerzbank die nächsten Wochen und Monate entwickelt. Danke dir, Flo, für deine Einschätzung. Bis demnächst. Ciao, ciao.